Der Mavi. Heute gibt es endlich mal wieder ein Turnvideo. Und zwar möchte ich euch heute den Unterschied zwischen einem klappbaren und dem Airtrack-Schwebebalken zeigen. Und damit ihr auch wisst, ob sich der höhere Preis für den Airtrack dann auch wirklich lohnt. Und ja, wenn euch mein Video gefällt, würde ich mich natürlich über einen dicken Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren. Aber jetzt geht's erstmal los mit dem Video. So, also den Airtrack-Schwebebalken könnt ihr ganz einfach irgendwo verstauen. Ihr habt den nicht im Zimmer oder im Wohnzimmer oder irgendwo rumstehen. Das ist richtig cool, weil man kann einfach die Luft rauslassen, zusammenrollen, in die Tüte tun, irgendwo drin verstauen. Ich habe es jetzt hier im Wohnzimmer, weil ich ganz oft hier auch mal meinen Schwebebalken benutze. Habe ich es einfach in die Tüte getan, hier in den Schrank. Ich mache jetzt mal kurz raus. Schwebebalken bestellen dabei, also beim Airtrack, und dann kann man das hier einfach auch super irgendwie mit hinnehmen, wenn ihr mal draußen auf die Wiese gehen wollt. Und der ist auch ganz leicht, wenn die Luft draußen ist und auch wenn Luft drin ist. Dann könnt ihr einfach so lalala irgendwo mit hinnehmen. Freue mich auch schon, wenn draußen mal schöneres Wetter ist, dann kann ich ihn auch mit draußen nehmen, auf die Wiese, in den Garten oder vielleicht auch mal irgendwo anders an den Strand, das wäre ja auch mal richtig cool. Beim klappbaren Schwebebalken ist es so, man kann ihn zwar klein zusammenklappen, aber nirgendwo verstauen. Das heißt, ihr habt einen ganz großen Schrank, ihr könnt ihn da hochkant reinstellen oder irgend sowas. Und der ist halt auch ziemlich schwer und den kann man richtig schlecht irgendwo hinnehmen, weil er hat keine Tasche und sowas. So, jetzt zeige ich euch mal, wie man den Airtrack aufbaut. Da müsst ihr den einfach, könnt ihr den so ganz leicht aus der Tüte rausnehmen. Und ich hier so aufklappen. Hier an der Seite, da hat er ein Ventil und das blast jetzt einfach nur der Luftpumpe auf. So, jetzt braucht ihr einfach nur hier das zudrehen und ich habe es schon zugemacht und dann ist er fertig. Und jetzt könnt ihr noch einfach überall mit hinnehmen. Der ist super leicht, auch wenn er aufgepumpt ist, und ich finde ihn einfach total cool. So, um den klappbaren Schwebebalken aufzubauen, müsst ihr natürlich aufklappen. Aber erstens, der wackelt total, wenn ihr ihn direkt auf die Erde legt. Und wenn ihr runterfallt, knallt ihr direkt auf den Boden. Das tut bestimmt weh. Deshalb müsst ihr euch jetzt erstmal die Matte holen. Leg da, Katze. Aus, leg da. Und dann müsst ihr wieder raufhängen und aufklappen. Immer noch sehr. So, der klappbare Schwebebalken wäre jetzt auch aufgebaut. Ich habe jetzt die Matte hier hingelegt, damit es nicht so wehtut, wenn man runterfällt. Und dann seht ihr, wenn man so drüber läuft, kippt er halt immer so hin und her. Man kann schon drauf machen. Und dann kippt er auch halt so ein bisschen rum. So, ihr wundert euch jetzt bestimmt, warum der Schwebebalken so dick ist. Schwebebalken wird ja eigentlich dünn. Aber wie ihr hier seht, habt ihr hier in der Mitte so einen Streifen, wo ihr immer drauf bleiben müsst. Und hier daneben ist direkt noch so eine Matte, falls der abrutscht, runterfällt oder so. Dann braucht ihr euch nicht immer eine Matte mit hinzunehmen und es ist richtig praktisch. Jetzt seht ihr mal die Länge als Vergleich. Also ich finde das immer besser, wenn der Schwebebalken ein bisschen länger ist, denn man kann dann auch zum Beispiel das kombinieren und die Übung halt auch richtig ausführen. Auf dem Schwebebalken musst du halt nicht das letzte, zum Beispiel den Buchlein noch auf der Matte machen. Ist halt ein bisschen blöd. Und ihr seht, der Schwebebalken, der Airtrack, ist jetzt ein bisschen länger als der klappbare. Wenn man springt, wie ihr seht, wackelt halt
der ganze Balken, das heißt, der blöd daran. Und bei dem ist es halt gar nicht. Aber gut. So, also ihr könnt bei diesem Balken ein bisschen schummeln, sag ich jetzt mal. Weil wenn ihr auch nicht auf dem Schreibtisch auf dem Streifen landet, fällt der halt nicht direkt runter, wie bei diesen Balken. Sondern ihr müsst halt ein bisschen selbst gucken, ob ihr jetzt gut gelandet seid oder nicht. Aber Hauptsache, man kann die Übung daraus ausführen und man hat halt nicht immer direkt so wackeli, wackel, wackel, schöne Balken. Also den Airtrack könnt ihr jetzt ganz einfach hier hochnehmen. So, und überall mit hinnehmen und ihr braucht überhaupt gar keine Masse immer mitzuschleppen. Ihr könnt den dann ganz einfach auf eine Wiese legen oder auch mit zu einer Freundin nehmen, wenn ihr wollt. Den Klapperschwebebalken könnt ihr natürlich auch einfach zusammenklappen und überall mit hinnehmen, aber ihr müsst auch immer die Masse mitschleppen. Ist halt ein bisschen lästig und der Schwebebalken ist halt auch was schwerer als jetzt der andere. Ihr könnt die Schwebebalken natürlich auch ganz einfach als Erdschutzmatte benutzen, um euch kurz warm zu machen oder so, denn das federt halt auch richtig gut. Und ist halt klar ein bisschen dünner, aber um sich ja zu dehnen und auch nicht warm zu machen, ist eigentlich richtig gut. Ihr könnt dann auch Handstand drauf machen und Rad. Zeit. Ja. So, macht mal eine Brücke. Oder einen Bogengang oder sowas, könnt ihr auch richtig gut drauf machen. Also ich übe gerade im Moment gern Rad auf dem Schwebebalken, auch mit einer Hand mal gern, wenn der andere gut klappt. Spagat könnt ihr natürlich auch super drauf machen. Durch den Streifen seht ihr auch immer schon, ob eure Beine richtig gerade sind, weil sie ein bisschen einfach auf dem Streifen liegen. So, ich hoffe, ihr habt jetzt mal so einen kleinen Eindruck bekommen, was man mit dem Airtrack-Schwebebalken alles machen kann. Das Beste finde ich eigentlich daran, dass man es als kleine Airtrack benutzen kann. Und draußen im Sommer, also jetzt ist ja noch liebendes Wetter, möchte ich den auch mal an eine große Airtrack dranlegen im Garten. Und dann habe ich so eine richtig lange Bahn, wo ich dann auch mal richtig viele Sachen hintereinander machen kann. Und da freue ich mich schon drauf. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet und meinen Kanal abonnieren würdet. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!